a2.2. Punkte an mit x und 1/2 x minus 3 Quadrat minus 3 auf der Parabel p und Punkte cn mit x 2 Drittel x plus 0,5 auf der geraden g haben jeweils dieselbe Abszisse x und sind mit den Punkten bn für x von Element 0,28 bis 7,05 Eckpunkte von Dreiecken ANBNCN. Es gilt, Pfeil ANBN ist 5, 3. Zeichnen Sie das Dreieck A1B1C1 für x gleich 1,5 in das Koordinatensystem zu 2,1 ein. So, die wichtigen Angaben hier drin. Einmal Punkte AN liegen auf der Parabel P. Also alle Punkte As liegen auf dieser Parabel. Und alle Punkte Cs liegen auf der geraden G. Wir haben dieselbe Abszisse x, das heißt einfach, sie haben dieselbe x-Koordinate. Was anderes bedeutet Abszisse nicht. Sind mit Punkten bn Eckpunkten von Dreiecken. Und für den Punkt b wissen wir, das hier, den Pfeil anbn, 5, 3, das bedeutet, Punkt b liegt immer von Punkt a, diesen Pfeilvektor, Vektorkoordinaten entfernt. Also wenn ich von a aus starte, muss ich immer 5 nach rechts gehen, und 3 nach oben im Koordinatensystem. Ja, der obere Teil zeigt die Verschiebung in der x-Richtung an und die untere Koordinate zeigt die Verschiebung in y-Richtung an. So, und das muss man jetzt einfach nur anzeichnen und die wichtigste Information kommt natürlich hier. Das waren bisher alles nur Angaben. Hier heißt es jetzt konkret, zeichnen Sie das Dreieck A1B1C1 für x gleich 1,5. Hier haben wir jetzt einen speziellen x-Wert, mit dem wir zeichnen können. Also gehen wir zurück in unsere Zeichnung. Das Zeichnen kann man auch recht schnell gestalten. Ich schaue einfach nach, wo ist x gleich 1,5. Ich mache das jetzt mal mit Farbe rein. Das ist hier der Fall. Und jetzt gehe ich einfach so lange nach oben beziehungsweise nach unten, bis ich die Gerade und die Parabel treffe. Ja, wenn ich das mal ein bisschen weiter zeichne, dann sehe ich jetzt sofort, aha, unten treffe ich jetzt die Parabel. Welcher Punkt war auf der Parabel? Der Punkt A heißt es. A entliegen auf der Parabel. Also habe ich hier meinen Punkt A1. Zusätzlich habe ich den Punkt C, der liegt auf der Gerade. Das ist also hier der Fall. Hier liegt also mein Punkt C1. Das Grüne mache ich jetzt nochmal weg. So. Prima, dann brauche ich den Punkt B. Und hier heißt es, wie gesagt, es gilt Pfeil 1BN53. Das heißt, ich starte jetzt vom A1 hier und gehe 5 Längeneinheiten nach rechts. Dann lande ich bei 6,5, müsste das sein. Ja, 1,5 plus 5 sind 6,5. Und jetzt noch 3 Längeneinheiten nach oben. Je nachdem, wie genau man gezeichnet hat. Ich lande jetzt bei mir direkt auf dem Punkt von der Zeichnung her. Ja, wenn ich es. Kann auch sein, dass es ein bisschen drüber liegt. Je nachdem, eben, wie man genau gezeichnet hat. Und jetzt 3 Längeneinheiten nach oben. 1, 2, 3. Dann lande ich ungefähr hier. Da liegt der Punkt B1. So, jetzt muss ich nur das zum Dreieck verbinden. Nämlich, probiere ich, ob ich es mit dem hier schaffe. Ja, probiere es so genau wie möglich. Also die Punkte A, B und C noch verbinden. Das geht auf dem Papier glücklicherweise viel schneller. Halt, jetzt habe ich den C verfehlt. So. Und ja, den schaffe ich diesmal schön. So, dann habe ich jetzt hier das Dreieck ABC. Die Hilfslinien mache ich jetzt hier nochmal weg, damit man schöner sieht. Und die Aufgabe ist erledigt.